Moin, hier ist Arne. Hier ist das versprochene Update-Video zum Thema Saftfasten mit ein paar Antworten auf Fragen, die mir gestellt worden sind, sowie so einer kleinen Zusammenfassung nochmal. Denn in dem Video über das Saftfasten habe ich euch ja primär so ein paar Eindrücke geschildert, wie das tatsächlich mit diesen Säften aussieht, aber noch nicht so viel Hintergrundinfos dazu gegeben. Und das möchte ich jetzt nachholen. Also, wie lange war diese Saftfastenaktion eigentlich? Gestartet bin ich mit meiner Freundin zusammen am Freitagabend. Da war sozusagen eine letzte kleine Mahlzeit. Samstag früh sind wir mit dieser Glaubersalz-Nummer gestartet und haben dann irgendwie am Samstagvormittag noch einen ersten kleinen Saft gehabt. Die Zutaten hatten wir schon, dann kam das Einkaufen und dann ging es quasi den kompletten Samstag durch, den kompletten Sonntag durch, Montag und Dienstag einschließlich noch. Das bedeutet also 4 volle Tage quasi nur mit Saft und abends Brühe. Am Mittwoch startete dann schon wieder quasi dieser sogenannte Wiederaufbau oder Einstieg. Aufbautage, was auch immer. Wie viele Säfte und welche Säfte überhaupt? Grundsätzlich hatten wir pro Tag immer 4 verschiedene Rezepte, die wir eingeplant haben. Sprich, ein Saft morgens zum Frühstück, dann eigentlich einen so zum Mittag, einen am Nachmittag und dann einen zum Abendbrot. Grundsätzlich waren die ein bisschen von der Zusammensetzung unterschiedlich aufgeteilt. Das heißt, morgens waren meist eher die mit einem größeren Fruchtanteil, die waren irgendwie ein bisschen süßer auch, fruchtiger. Und die zum Mittag, beziehungsweise dann nachher eigentlich primär auch der zum Abendbrot, war meist dann mit mehr Gemüse. Das war dann also das mit Tomate, Sellerie, Kohl, Spinat, was auch immer. Also die waren meist etwas herzhafter. Da schließt sich schon die zweite Frage an. Gab sonst außer den Säften nichts? Na, es gab doch abends eine Gemüsebrühe. Diese Gemüsebrühe hatten wir am Freitag noch irgendwie gekocht. Richtig eine dicke Portion, sodass es also abends zum Abendbrot und zu dem etwas gehaltvolleren, beziehungsweise etwas pikanteren Saft, also Tomate, Sellerie, da war auch einmal Zwiebel mit bei und sowas, Knoblauch. Da gab es also dann noch eine klare Gemüsebrühe, ohne Stücke, ohne alles. Das war also alles, was es gab. Sprich, in Zusammenfassung 4 Säfte plus abends die Brühe. Wie hat das unterwegs oder auch zum Beispiel im Büro geklappt? Zu Hause ist das natürlich easy, großes Glas und den Saft direkt frisch gepresst, zack ins Glas und fertig. Für unterwegs haben wir uns so leere Glasflaschen von so Smoothies genommen und dann je einen Saft auf so 2 kleine Fläschchen aufgeteilt. Das passt ganz gut und sind damit also dann quasi losgegangen und hatten dann diese Saftflaschen fürs Büro. Das ist also ganz, ganz praktisch und ganz nützlich. Eine andere Frage war nach dem Entsafter, den wir eingesetzt haben. Das ist einer von Philips, glaube ich. Verlinke ich euch mal unten in die Infobox oder blende mal irgendwie hier so ein Bild ein. Vor unserer ersten Saftfastentour hatten wir uns da vor unserer ersten Saftfastenkur, nicht Tour, haben wir uns da so ein Stück weit mal informiert und uns eben einen neuen Entsafter zugelegt. Grundsätzlich gibt es da also unzählige verschiedene in allen Preisklassen. Explizit für dieses Modell hatten wir uns entschieden, weil der also ja ganz gute Kritiken hatte und vor allem auch ganz besonders viel Saft aus dem Obst und Gemüse rausbekommt. Also das, was übrig bleibt, dieses Geschredderte sozusagen, ist ziemlich trocken. Also man hat eine ganz gute Saftausbeute und das ist jetzt bei einfacheren im Zweifel nicht so. Da wird also viel mehr weggeschmissen. Man braucht viel mehr Gemüse, viel mehr Obst, um halt die gleiche Menge an Saft zu bekommen. Also mit dem sind wir super zufrieden und es lässt sich echt super gut reinigen. Zack, zack, Teile auseinander, unter klar Wasser abspülen und ist das Ding schon bereit fürs nächste Mal. Was hat diese ganze Saftfastennummer über 4 Tage gekostet? Der große Einkauf, ihr habt es ja gesehen vielleicht in dem ersten Video, das war echt ein ganz schöner Berg, den wir in unserem Küchentisch da aufgebaut hatten. In Summe haben wir, glaube ich, 75 Euro ausgegeben. Den Blogbeitrag zu der Nummer zur Saftfastenkur verlinke ich euch ebenfalls unten. Da ist auch die Rechnung mal drauf. Ich hatte mal grob überschlagen, wenn man das runterrechnet pro Person, pro Saft, es sind ja immer 4 pro Tag und das auf 4 Tage bei 2 Personen, also irgendwie über den Daumen waren es knappe 2 Euro, knapp über 2 Euro für einen Saft. Ungefähr 0,4, 0,5 Liter passt eigentlich, denke ich so. Andere Ausgaben hat man ja dann nicht, von daher lohnt sich das schon oder kann man das echt ganz gut machen. Wie geht das mit dem Wiedereinstieg? Tag 1 quasi nach der Saftfastenkur, also den Mittwochmorgen, sind wir gestartet und haben nur Obst gegessen. Also abgesehen, also vorher, wo es nur der Saft war, ging es da also darum, ja, im Prinzip eine Art Obstsalat, also einfach nur ein bisschen geschnittenes Obst zu haben. Mittags hatte ich im Büro mir nur irgendwie am Buffet 2 oder 3 kleine Kartoffeln geholt, dazu etwas Brokkoli, das war es auch schon, dazu ein Glas Wasser, auch noch den kompletten Mittwoch noch keinen Kaffee. Ich meine, das hatte ich dann erst am Donnerstag wieder, also das Donnerstag habe ich dann den ersten kleinen Kaffee überhaupt getrunken. Der letzte davor war dann ja die Woche davor Freitag.
Ansonsten abends gab es dann eine kleine leichte Zucchini-Suppe, also da alles sehr leicht, um den Körper erstmal wieder an richtige Nahrung zu gewöhnen. Relativ normal, aber auch noch etwas leichter war es dann am Donnerstag und spätestens dann am Freitag, ja, war eigentlich die Ernährung quasi weitestgehend wieder auf Normallevel zurück. Was habe ich hier noch? Angst vor dem Jojo-Effekt. Die Vermutung liegt ja immer nahe, dass wenn man dem Körper jetzt über ein paar Tage ja, die Nahrung weitestgehend entzieht oder ihm eben in Anführungsstrichen stresst und ihm nur Saft zur Verfügung stellt, dass der Gewichtsverlust, den man in der Zeit hat, natürlich danach gleich wiederkommt und auch im Zweifel noch obendrauf schlägt. Das versuche ich eigentlich relativ gut im Griff zu behalten, als dass eben vor diesen Tagen der Saftdiät schon eine Phase war, wo ich inzwischen weit über eine Woche mich sehr low-carb-mäßig ernährt hatte. Über den Wege habe ich, glaube ich, schon eine ganze Menge an Wasser sozusagen aus dem Körper verloren und den Wassergehalt im Körper so ein bisschen ja, quasi ummodelliert. Das bedeutet, da hatte ich schon einen gewissen Gewichtsverlust, sodass der Gewichtsverlust selbst während dieser Saftfastentage, ich blende euch einfach mal hier meine Gewichtskurve ein und markiere mal den Bereich vor der Saftfastenkur, den Bereich der Fastenkur selbst und den Teil jetzt auch danach. Sodass also der Gewichtsverlust innerhalb dieser Tage gar nicht so groß war, sondern wirklich nur wenige 100 Gramm. Und dadurch, dass ich jetzt im Anschluss auch versuche, die Ernährung gleich wieder ja, etwas kontrolliert im Low-Carb-Bereich zu organisieren, konnte ich jetzt also weiterhin meinen Gewichtsverlust, den ich jetzt gerade so ein bisschen anstrebe zur anstehenden Saison, auch ja, ganz gut weiterentwickeln, sodass also bis dato sich jetzt noch kein Jojo-Effekt hier breit macht. Ansonsten kam auch direkt unter das Video, noch unter das erste Video, die eine oder andere Frage, wie es mir dabei ging. Dadurch, dass diese Saftfastenkur quasi schon die dritte ihrer Art war, ging es relativ gut. Das bedeutet, wenn man sich vom Kopf her so ein bisschen wirklich darauf einlässt und darauf einschießt, dass es jetzt also quasi nur Saft gibt, dann spielt, finde ich, diese mentale Komponente schon also eine große Rolle. Und dadurch war das gar nicht so schlimm. Ich glaube, das erste Mal war es noch irgendwie schwieriger, quasi einfach nichts zu essen zu haben und dieses Gefühl zu haben, man braucht irgendwas zu beißen. Das ging also bei diesem Mal echt relativ gut. Auf wie viele Kalorien kommst du am Tag circa? Das kann ich so gar nicht genau sagen. Also prinzipiell ließe sich das sicherlich nachberechnen. Ich habe es jetzt an der Stelle nicht gemacht. Also sicher ist das unterkalorisch, also sicherlich unter meinem Soll. Also da bleibe ich sicherlich darunter mit diesen Säften. Erreiche ich, glaube ich, nicht meinen Tagessoll. Ich habe den einen Tag auch so einen kleinen Minilauf irgendwie gemacht. Da schlägt das noch natürlich nochmal zusätzlich rein, also der Kalorienverbrauch, den ich an dem Tag hatte. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen unter dem quasi Normallevel. Aber über diese 4 Tage schlägt das, glaube ich, nicht wirklich groß zu Buche. Ja, ich denke, das war mal ein kleiner Rundumschlag von Fragen und Antworten zu diesem Saftfastenprojekt. Wenn es noch weitere Fragen eurerseits gibt, haut mir die gerne hier unten drunter in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne an dieser Stelle, verweise an der Stelle zusätzlich auch noch wieder auf diesen Blogbeitrag, der unten steht. Auch da ergibt sich sicherlich die ein oder andere Antwort aus Fragen, die dazu entstehen können. Und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.